Peace Leute, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin der Salih von Sneeted und heute ist Sonntag, das heißt wieder Sneaker News von uns für euch. Und damit ihr auf jeden Fall bestens ausgerüstet seid für das neue Jahr, für diese Woche, ganz viel Spaß bei dem Video, bleibt bis zum Ende dran. Peace. Die Drops dieser Woche sind leider etwas mager, aber dafür sind die Rumor Drops, die diese Woche angehen, wirklich sehr, sehr hoch angelegt. Und dieses Jahr wird voll gepumpt sein mit Drops. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. So, heute den 1.1., genau wo ihr das Video natürlich guckt, ist um 0 Uhr der New Balance in dem 1906 D-Modell erschienen. Wir haben hier vier verschiedene Colorways aus dem Protection Pack. Die Colorways sehen alle Bombe aus. Also ich finde diesen Look der New Balance Reihe da richtig, richtig geil. Mit diesem Zerfranzen, ein bisschen abgenutzten, und das sieht einfach wirklich sehr gelungen aus. Das Design sieht sehr geil aus. Habe auch ehrlich gesagt vor, eine von diesen Schuhen zu kaufen. Das Ganze ist für 179,99 erschienen, bringt im Resale so circa 200 bis 220 Euro. Ist jetzt nicht so viel, aber kann man definitiv machen. Wer da auf jeden Fall mitgemacht hat und den gewonnen hat, herzlichen Glückwunsch, ihr habt 40 Euro Lunch oder einen sehr, sehr geilen Clean Sneaker für Personal gewonnen. Am 4.1. soll in der Adidas Confirmed App, bis jetzt noch nicht gelistet, aber wahrscheinlich soll der gelistet werden am 4.1. ein weiterer Bad Bunny Schuh rauskommen, beziehungsweise ein weiterer Schuh in der Kollabo mit Bad Bunny. Diesmal in einem Triple White Colorway. Das Ganze soll für 175 Euro erscheinen, bringt im Reset circa 200 Euro. Also man hat hier Lunch Money, beziehungsweise bis zu mehr 25 Euro gewinnen. Ist okay, kann man definitiv machen und das nimmt man dann auch gerne mit. Aber das war es auch eigentlich so zu den Releases dieser Woche. Wirklich schade, aber es ist wirklich kaum irgendein relevanter Release dabei. Die Nike Sneakers App ist komplett out of order, sag ich mal. Da ist absolut nichts gelistet. Wahrscheinlich bereiten die sich auch vor aufs neue Jahr. In der Confirmed App ist es genauso. Da ist auch nichts in Kürze angeteasert, aber wir haben krasse Infos für dieses Jahr. Also gehen wir ganz ruhig ins Jahr rein und starten dann richtig durch die nächsten Wochen und nächsten Monate. Wie gesagt, das war's zu den Drops. Kommen wir doch zu den Leaks und News dieser Woche. Also zur ersten News dieser Woche kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass es immer und immer mehr angeteasert worden ist, dass es zwischen Off-White und Nike keine Kollabo mehr geben wird, beziehungsweise keine Schuhe mehr released werden. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Es ist wirklich ein Stück Kultur, Stück History mit in diesen Dingen, was Virgil da reingebracht hat. Und das hat er echt saugeil gemacht, saugut gemacht. Dass das Ganze jetzt nach und nach halt weggeht, ist wirklich sehr, sehr schade. Zumal es auch Unmengen an Unreleased Colorways gibt oder gab. Weil ich sag mal so, es wurden ja eine ganze Menge angeteasert, auch in dieser Nike-Livestream. Da waren ja einige Sachen, die angeteasert worden sind, die wahrscheinlich nicht mehr erscheinen werden. Ich hoffe, dass dieses Gerücht nur ein Gerücht bleiben wird und nicht bestätigt wird, weil ich hoffe, da kommt noch der ein oder andere geile Colorway. Ich würde mich definitiv auf den Bread Off-White freuen, auf den Off-White 4er. Der ist geisteskrank, aber wie es aktuell aussieht, ist es leider nur ein Traum und ein Traum, der wahrscheinlich nicht wahr wird. Nichtsdestotrotz wurde auf dem Instagram-Account von Fat Joe, beziehungsweise Fat Joe hat selber auf seinem Instagram-Account ein Bild von sich gepostet, von dem Jordan 1 Off-White Yellow Canary. Geisteskrank, Leute. Das wiederum killt dann wieder so dieses Gerücht, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Family-Friends-Pair gewesen, was er geschenkt bekommen hat. Ich weiß es nicht. Man kann es halt nicht sagen. Auf jeden Fall hat er diesen Sneaker auf seinem Instagram-Kanal gepostet. Man sieht auf jeden Fall, da war Arbeit dahinter. Die Arbeiten wurden auch umgesetzt teilweise wahrscheinlich. Aber werden wir einen Release davon sehen, das weiß man natürlich nicht. Wir haben noch einige kranke Releases, die auf uns zukommen. Warum auch kein Opfer? Nichtsdestotrotz haben wir wirklich geisteskranke Releases, abgesehen von den Off-White-Sachen jetzt, wirklich, die auf uns zukommen werden in den kommenden Monaten, kommenden Wochen und also im kompletten Verlauf dieses Jahres haben wir auf jeden Fall geisteskranke Dinger. Zum Beispiel einige Vierer wie der Seafoam oder der Craft Colorway, auch Einser wie der Zement bzw. der White Zement oder der Jordan 1 Panda in der 85er Silhouette. Da haben wir ja dann diesen Panda Black and White Colorway, auch sehr, sehr
sehr geil. Wahrscheinlich wird der todesgerockt von jedem Dritten, wie der Panda Dunk, aber trotzdem sehr, sehr cleaner Schuh. Außerdem ist diese Reimagined-Geschichte wahrscheinlich jetzt eine komplette Reihe und da werden auch geisteskranke Sachen auf uns zukommen. Wir hatten bis jetzt den Chicago Colorway, den Lost and Found, auch in dem Reimagined Pack. Jetzt soll ja noch der Reimagined bzw. der Jordan 3 Reimagined in dem White Cement Colorway rauskommen. Auch sehr, sehr clean, sehr geil, in dem gleichen Stil gehalten mit diesen alten Karton bzw. Replaced Box und bla, bisschen aged da, bisschen aged hier und sieht auf jeden Fall auch sehr geil aus. Außerdem gibt es jetzt auch Rumored Infos, dass es ein Black Toe Release geben soll in diesem Reimagined Pack. Und der sieht geisteskrank aus, Leute. Also, wenn ihr da noch keine Bilder gesehen habt, blenden wir euch das natürlich jetzt auch ein. Aber der sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Ich hoffe, so einer kommt definitiv auch rein. Wahrscheinlich soll auch der letzte Travis Scott Jordan 1 in diesem Jahr erscheinen. Das ist dann der Olive Colorway, weil bis jetzt ist der noch nicht erschienen in der Low-Variante. Das ist dann auch das Ende mit diesem Jordan 1er Pack von Travis. Wir wissen natürlich nicht, was in Zukunft noch auf uns zukommen wird mit Travis, aber die Kollabo mit Travis ist auf jeden Fall nicht beendet, weil da kommen noch kranke Releases. Aber dieser Jordan 1 Pack mit dem Black Phantom, mit dem Reverse Mocha, mit dem Fragment, mit dem normalen Mocha, als letztes halt diesen Olive Colorway, geisteskrank. Sieht auf jeden Fall auch nice aus. Ich denke, damit ist dann auch so diese Jordan 1 Reihe von Travis vorbei. Aber es gibt natürlich noch Rumor Drops, dass dieses Jahr ein Jordan 4er von Travis erscheinen soll in dem Mocha Colorway. Also bis jetzt ist noch nicht klar, da gibt es ein paar Mockups. Die unterscheiden sich natürlich alle, aber es wird immer mehr angeteasert, dass dieser Schuh auch erscheinen soll. Ich hoffe, dieser Schuh findet ein Release, weil ich feiere die Jordan 4er generell, die Silhouette. Warum kein Jordan 4er von Travis, wenn man die Chance hat, ne? Auf jeden Fall, dieser Schuh sieht definitiv sehr clean aus und ich hoffe, der findet einen Weg in den Markt. Ich hoffe, ich krieg den, damit ich den noch rocken kann. Aber nichtsdestotrotz kommen wir zu den nächsten Dingen. Am 19.01. erwartet uns wahrscheinlich wieder ein Panda Restock, also Nike Dunk Low Panda in der Nike App, Leute. Notiert euch das irgendwo hin. Man kann bei den Nike Dunk Low Pandas, egal wie oft die restocken, egal wie oft die droppen, immer wieder Lunch Money bzw. einiges an Geld rausholen. Je nachdem, wie viele Paare man dann halt letztendlich kauft. Der Schuh wird für 109,99 € erscheinen und im Resale bringt dazu aktuell 165 €, also eigentlich mehr als Lunch Money. Schaut auf jeden Fall rein, ist ein geiler Drop, beziehungsweise ist ein Drop, der gefühlt jeden Monat kommt, aber ist ein Drop, wo man auf jeden Fall ein bisschen Cash machen kann und weitere Releases damit finanzieren kann. Wir sind auch schon fast am Ende der Rumor Drop. Davor gebe ich euch nochmal kurz einen Einblick, was noch kommt. Und zwar soll ein weiterer SB Dunk Low Heineken erscheinen, also beziehungsweise eine 2.0 Version. Wir hatten ja bis jetzt nur eine 1.0 Version und die war sehr, sehr limitiert. Jetzt haben wir eine 2.0 Version und die soll wahrscheinlich dieses Jahr auch auf uns zukommen. Eigentlich hat sich vom Konzept her nichts geändert. Das sieht fast gleich aus, nur die Farbe. Töne sind leicht anders. Das war's auch. Auf jeden Fall ein interessanter Drop. Wenn es mehr Infos dazu gibt, definitiv im nächsten Sneaker News. Ich hatte euch ja schon mal im letzten Sneaker News gesagt, weitere Lobster-Modelle kommen sollen bzw. erscheinen sollen. Ich hatte euch da ja ein Bild eingeblendet, blende ich euch gerne wieder ein. Da sollen noch unreleased Lobster-Modelle sein. Der nächste Lobster-Modell, was halt wahrscheinlich droppen wird, ist der White Lobster. Warum denke ich das? Weil das immer mehr angeteasert wird, weil das immer mehr im Vordergrund rückt. Ich denke, dass dieses Jahr auf jeden Fall der White Lobster als nächstes seinen Weg in den Markt findet und ich bin gespannt, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr clean aus. Als letztes habe ich eine Hot or Sale Prediction für euch, Leute. Der Jordan 4 Midnight Navy weiterhin fleißig halten, Leute. Die Preise sind aktuell so roundabout bei 300 bis 320 Euro, aber da sehe ich definitiv noch einen Weg nach oben, weil dieser Schuh ist clean, dieser Schuh ist sehr gut verarbeitet, kann definitiv noch einen Weg nach oben finden. Sam, definitiv den Panda, Leute, werdet die Dinger los, weil es kommt gefühlt jeden Monat ein Restock. Da verkauft man die lieber, als sie zu stocken. Also weg damit. Weg, 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 Pandas, weg. So, das war's auch eigentlich mit den Hold or Sell Session, mit den Drops der Woche, mit den Rumor Drops, beziehungsweise Leaks and News der Woche. Ich und Burak
also ich spreche jetzt auch für Burak, wir wollten uns einfach nochmal bedanken für dieses mega geile Jahr, für die Resonanz, die wir auf unsere Videos bekommen, für einfach alles, was wir mit euch, dank euch auch so geschafft haben. War ein super geiles Jahr. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Jahr 2023. Wir werden da einige geile Dinger für euch droppen, beziehungsweise einfach seid gespannt. Es wird auf jeden Fall für uns ein interessantes Jahr, aber auch für euch ein interessantes Jahr. Wir haben geile Projekte, die auf euch zukommen werden. Wir haben einfach so viele Sachen, die wir noch umsetzen wollen und teilweise auch gerade in der Umsetzungsphase sind. Es ist einfach, es wird geil, Leute. Es wird ein geiles Jahr. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Ansonsten bleibt auf jeden Fall gesund, Leute. Startet ruhig ins neue Jahr. Leben ist kurz. Macht nicht so schnell. Und ansonsten, wie gesagt, bleibt gesund. Peace. Bis demnächst. Ciao.